Ich heiße Lena Lotzen und das ist meine Geschichte. Das ist auf der Scheckertswiese in Höchberg, also auf meinem Heimatort. Da waren einfach zwei Tore gestanden, schöner Rasenplatz oder manchmal auch mehr ein Matschplatz. Aber da waren wir einfach oft kicken mit Freunden oder auch nur zu zweit. Mein Vater hat Fußball gespielt und dann ist ein Kindergartenfreund auch zum Fußball gegangen. Und der hat mich mitgenommen und ich bin irgendwie dabei geblieben. Es hat mir Spaß gemacht und dann habe ich eher meinen Bruder mitgenommen. Und so ist er dann auch zum Fußball gekommen. Das war bei der TG Höchberg. Dort habe ich mit den Jungs mit 4, 5 Jahren ungefähr angefangen, Fußball zu spielen. Ich hatte natürlich dann immer ein bisschen Nachteil, wenn ich mit den Jungs gespielt habe. Da war mein Trikot dann meistens ein bisschen zu groß. Aber ging trotzdem. Meine Familie ist grundsätzlich sehr sportbegeistert in jeglicher Hinsicht. Meine Mutter hat Basketball gespielt oder spielt es heute auch noch. Mein Vater war früher Handballer. Mein Vater, der ist noch Fotograf oder sein Beruf ist Fotograf. Da habe ich natürlich jetzt öfter mal einen Vorteil, wenn man irgendwie Bilder von früher braucht oder aktuelle Bilder. Mein Vater, aber grundsätzlich auch meine Eltern, also auch meine Mutter, begleiten mich eigentlich schon meine ganze Laufbahn und sind eigentlich immer hinter mir, stehen hinter mir oder sind immer dabei, wenn irgendwie was Großes ist. Mein Vater ist halt dann oft auch noch am Spielfeldrand dabei. Dadurch, dass er Fotograf ist, kann er halt oft sehr nah ran und das ist schon ein gutes Gefühl oder es ist schön einfach, wenn man nach dem Spiel kurz hingehen kann oder einfach auch so eine Nähe dann direkt zum Vater hat.